So, ihr Lieben. Ich war jetzt mal abgeschlossen. Wir sind jetzt wieder mal ein Stückchen weiter. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Haben uns ja dann, nachdem wir aus der Unitology-Kirche entkommen sind, uns dann ein bisschen wieder zurück durchgeschlagen. Und dann habe ich ja gesagt, hier in diesem Räumchen mal erstmal Pause. Naja, ihr könnt hier schon hören, warum. Hier sind wieder unsere werten Freunde nicht anwesend. Na, da haben wir nichts. Da gehen wir jetzt nicht lang. Oh ja, hier. Na? Ist da eigentlich ein Timer ablaufend? Nee. Okay, interessant. Ja, wie ihr euch hier vorstellen könnt. Werden hier natürlich gleich wieder. Besondere Freunde hier sein. Das heißt, ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal hier hin. So, haben wir hier noch irgendwo was? Nö. Hier triggern wir auch noch nichts. Okay, dann gehen wir halt mal nochmal hier hin. Holen uns die Muni. So, dann schätze ich mal, wenn ich jetzt hier gleich langlaufe. Was ist da oben überhaupt? Aha. Damit haben wir die Vöglein auch mal zum Zwitschern gebracht. Jeep, jeep.
Warum das schon alle? Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber bei dem ersten Raum wusste ich, wenn die Viecher erledigt sind, dann war noch irgendwas. Was da noch kam. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Hat das was damit zu tun? Geht's denn hier mit diesem Bereich? Blablabla. Oh, sogar mit Temperaturanzeige. Temperatur? 73 Grad. Okay. Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1, krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2, die Schrauben sind so fest, so fest. Ich verstehe nicht. Oh, nein, er ist zurück. Nein, 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 nein! Mhm. Ja, wer auch immer. Ich habe ja schon gesagt gehabt, das ist auch jemand ganz Besonderes. Geldchen? Whatever it takes. Ping. Forever. Ping taucht natürlich auch hier wieder auf. Oh, wir haben hier Action. Ich finde das so geil. Ich mag Nicole. Aber hier, die Ellie. Sind das alle? Ich habe doch. Wow, hey, hey! Bleiben Sie zurück! Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Sagen Sie nicht, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Nun, wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Haben wir hier unten noch was? Also ich meine, die Dame ist ja eh schon etwas gereizt. Aber haben wir hier noch irgendwas? Muss ich mal gleich mal gucken. Es gibt nämlich auch hier wieder dann... Nee, leider nicht. Hm, vielleicht auf der anderen Seite dann. Na komm, Isaac. Komm, hallo. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac?
Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Warten Sie, warten Sie. Tja. Isaac, wir haben da einfach kein Glück mehr. Im Übrigen, ja, das ist dort, wo wir auch rausgekommen sind. Wir laufen also sozusagen denselben Weg wieder zurück. Impulsprojektile. Und guck mal hier, was hier rumfliegt. Da ist nämlich unser... Den hatte ich nämlich vergessen gehabt, den zu zeigen. Und schaut mal hier. Da ist der Kopf. Da ist der Kopf. Ach, immer wieder toll. Ja, gut. Ich meine, jetzt haben wir hier eigentlich nichts zum Tun. Ich glaube allerdings... Also, ich kann mir nicht helfen. Aber mir war doch so... War hier nicht noch irgendwo was? Ich schau mal auf die andere Seite. Entschuldige mal bitte, dass ich mir hier mal wieder ein bisschen mehr Zeit lasse, aber... Ich kann mir nicht helfen. Ich war immer noch der Meinung, dass hier doch noch irgendwo was war. Oder aber... Habe ich mich da jetzt vertan und das war bei dem Dingens hier. Kann das sein? Ah! Zwar nur eine Kiste, aber wir nehmen hier alles mit. Alles, was wertvoll ist. So, dann geht's jetzt hier mal weiter. Ellie hat ja dankenswerterweise mal die Tür aufgemacht. Wie spät haben wir es denn überhaupt nicht, dass wir hier ein bisschen... lecker Organschalter. Wie man denn sehen kann, die organische Mistbrühe, wie wir sie auch nennen können. Da fliegen im Übrigen ein paar Leichen rum. Sehr praktisch. Ja, also diese organische Scheiße breitet sich natürlich auch hier wieder aus. Das bedeutet, wir könnten natürlich auch dann später auf ganz andere tolle Freunde treffen. Dessen Name ich nicht nennen möchte. Und auch nicht werde. Das kaufen wir auch. Wie viel kosten eigentlich die Dinger? Ganz ehrlich. Nee. Das bewegen wir jetzt mal. Dann haben wir hier. Wir haben ja eh jetzt 85.000. Das sollte eigentlich, glaube ich, erstmal reichen. Wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Naja, nicht doch viel. Mehr als genügend. So, dann haben wir hier weitere organische Scheiße.
Tag. Das ist nicht, ey. Das ist ja furchtbar, das ist wie Das ist doch böse Hexerei. Naja, zumindest. Sieh ja nicht mal an. Ah, klar. Wunderbar, wunderbar. So. Dann durchbohren wir euch jetzt einfach mal. Ach, shit. Das war richtig intelligent. Das war nämlich so ein Zapfen, den ich eigentlich nehmen wollte. Ah. Oh ja, schaut mal nämlich da oben. So. Damit sind wir nämlich den Sonderschlawiner auch los. Wo ist denn meine tolle Leiche hier? Wo geht die hin? Geh du mal aus dem Fenster. Dann müssen wir eben dich als Ersatzleiche nehmen. Genau so schaut's aus. Oh, was haben wir da? Ein Knötchen. Ein Knötchen. Auch der tolle Trick. Jetzt kann ich es nämlich auch mal anwenden. Ihr könnt nämlich einfach die Säure auf den zurückschleudern. Oh, 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 oh. Wo warst du? Mache ich das nicht beim nächsten Aufschwung, dann ist zwar der Part ein bisschen kürzer, aber eigentlich muss man eigentlich das Kommende
jetzt in einem Durchgang eigentlich machen? Also das kannst du nicht unterbrechen zwischenzeitlich. Das geht eigentlich gar nicht. Das muss man wirklich am Stück machen. Das bedeutet, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Das verkaufen wir nochmal. Ja, bitteschön. Speicherstation haben wir hier auch. Ihr Lieben, dann mache ich hier wirklich mal einen kurzen Part. Jetzt gehen wir da draus. Nehmt's mir nicht übel, aber das Kommende. Und ich meine, ein paar wissen es ja sicherlich schon, aber die, die es noch nicht wissen. Ich trigger noch nichts vor, aber es wird etwas sonderbar. Sagen wir es mal so. Und es sollte auch nichts für gewisse Leute sein, die Probleme damit haben sollten, was Kindereinspannung betrifft in solche Horrorspiele. Okay, dann sage ich euch erstmal dann bis zum nächsten Mal und dann treffen wir uns da vorne dann vor der Tür. Bis dann!